herzlich willkommen bei Rotopia. Heute gibt es ein Hummus-Rezept und zwar nicht den klassischen Hummus mit Kümmel, sondern einen Ingwer-Hummus. Wenn du einen klassischen machen möchtest, dann lass einfach den Ingwer weg, alle anderen Zutaten bleiben gleich und verwende statt des Ingwers einfach Kümmel gemahlen. Und das sind die anderen Zutaten. Die Grundzutat für jeden Hummus sind Kichererbsen und ich habe hier gekeimte Kichererbsen. Du kannst natürlich auch Kichererbsen aus der Dose verwenden, wenn dir das nicht so wichtig ist, dass die roh sein sollen. Weiters habe ich hier Tahini, das ist Sesam. Dann habe ich ein bisschen Olivenöl hier, Zitrone, da kommt der Zitronensaft hinein. Knoblauch, der ist schon geschält, ganz zick, zack, zack. Genauso wie der Ingwer, den ich hier verwende, der ist auch schon geschält. Und dann zum Drüberstreuen ein bisschen schwarzer Sesam. Ich habe ja auch noch ein bisschen Wasser, das gebe ich so dazu, je nachdem, wie ich es brauche, wenn ich diese ganzen Sachen vermische. Das Geheimnis, damit der Hummus wirklich cremig wird, ist, dass du den Zitronensaft mit Tahini mischt, bevor du alles andere machst, dann den Knoblauch, Ingwer und Olivenöl dazu gibst und erst zum Schluss die Kichererbsen und je nachdem, ob du es brauchst, ein bisschen Wasser oder nicht. Du kannst natürlich auch einen Mixer verwenden anstelle so einer Küchenmaschine. Das ist wahrscheinlich mit einer Küchenmaschine nur etwas einfacher, weil du da ja eine größere Basisfläche hast. Klischeehaft habe ich heute da Gemüsesticks verwendet, das heißt ja immer, bei der Rohkost gibt es nur Gemüsesticks, so Karotten und Sellerie, also bitte hier ist der Beweis. Allerdings gibt es den Sellerie ja auch mit Hummus. Und eher, wenn du deinen Hummus lieber klassisch willst, wie gesagt, verwende Kümmel anstelle des Ingwers. Du könntest auch zum Beispiel Paprikapulver reinmixen oder Chili oder sowas. Das ist dann schon so geräucherter Paprika, in so einem Hummus schmeckt schon auch ziemlich gut. Aber heute gibt es eben Ingwer. Ich liebe Ingwer heiß, also Ingwer kannst du mir sowieso in jeder Form kredenzen. Hat dir dieses Rezept gefallen, dann lass es mich wissen und klick den Like-Button. Wenn du Ideen hast, was ich als nächstes machen könnte, dann kommentiere unterhalb. Und wenn du mehr meiner Videos sehen willst, dann abonniere einfach meinen Kanal. Wenn du dieses Rezept besonders gut gefunden hast und mir eine große Freude machen willst, dann teile den Clip mit all deinen Freunden auf Facebook, auf Twitter und E-Mails etc. Und wenn du Infos willst, die ich nur in E-Mails teile, dann komm rüber auf rotopia.com und melde dich zum Newsletter an. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles Gute, habe einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal bei Rotopia. Tschüss!